Der neue Vorstand der Fußballabteilung des TBV Lemgo, Edis Türkmen, hat seine Mannschaften aus dem Jugend- und Seniorenbereich auf dem Lemgoer Marktplatz vorgestellt. Dem Publikum wurde einiges an Show geboten. Markus Bünte sang das TBV-Lied und auch die neuen Minimodelle wurden vorgestellt. Gibt es demnächst noch mehr Neues aus dem Hause Türkmen und dem TBV Lemgo? Wenn Bedarf ist, werden wir natürlich reagieren, aber im Moment wollen wir erstmal ins ruhige Fahrwasser kommen. Wir brauchen jetzt Ruhe, wir müssen uns konzentrieren auf die Vorbereitungen, auf die ersten Spiele. Und wenn der sportliche Erfolg da ist, dann werden auch die letzten Kritiker sicherlich auch dann verstimmen. Könnte der sportliche Erfolg auch den Landesliga-Aufstieg bedeuten? In erster Linie als sportlicher Erfolg, dass wir von Spiel zu Spiel denken und guten Fußball spielen, unsere Punkte holen. Und wenn es dann so sein soll und es läuft alles perfekt, warum nicht dann auch den Aufstieg? Aber es muss nicht sein. Edis Türkmen bekam auch fleißige Unterstützung von seinem Gaststar, dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Dragoslav Stepanovic. Ich wollte sagen, also der Präsident hat ja ganz alles getan. Ich hoffe und ich wünsche ihm sehr viel Erfolg. Wenn aber der Fußball irgendwo nicht mehr gibt, also da haben wir keine mehr Nationalspieler, da haben wir keine Spieler, die Jugend aus der Jugend nach oben kommen. Und wir brauchen also immer wieder Jugend, Amateur, Bundesliga. Den Lemgoern wurde ein großer Einblick in die Mannschaft und die kommenden Ziele gewährt. Nun geht es erst einmal für den TBV Lemgo mit der Vorbereitung weiter, ehe in Kürze die neue Saison für die Senioren- und Jugendfußballer beginnt.